Hallo und herzlich willkommen im LS22. Hier ist Bobby. Ich würde euch heute gerne in einem Tutorial zeigen, wie man zusätzlich Füllvolumen in zum Beispiel hier so einen Anhänger reinkriegt. Ne, ich habe hier die Krampe, hier ist der Bandit 750 Terratrek und mein Great Krampe Pack habe ich immer am Original konfiguriert. Das heißt, da sind die originalen Füllvolumen drin. Aber da kam immer wieder die Nachfrage, ah, geht das nicht auch mehr? Ich will zwischen Feld und Silo nicht so oft hin und her fahren müssen. Ich zeige euch hier, wie ihr das bei euren Anhängern gegebenenfalls dann selber machen könnt. So, Standardversion 28.000. Das ist hier ohne Aufbau, ohne alles. Dann käme der 60er Aufbau mit 38 und der 80er Aufbau mit 42.850 und das gleiche nochmal mit einem Softcover-Verdeck. Und zum Schluss hier das Hardcover, das hat dann 30.000. Das sind im Grunde genommen eben Standard plus Verdeck obendrauf, 28, ist eben mit dem Hardcover ein bisschen mehr, weil ich natürlich hier so ein Häufchen beladen kann, was über den Transportschutz das Hardcover natürlich auch geht. So, das nur nebenbei. So, was wir wollen, ist den 80er Aufbau, der hier mit 42.850 ist, mit und ohne Softcover-Verdeck auf 100.000 nochmal ausbauen. Gut, wie das geht, zeige ich euch jetzt. Wir gehen dazu. Ich habe mir den Mod hier schon mal ausgepackt und gehe jetzt in die entsprechende XML-Datei. Und grundsätzlich die Konfigurationen, egal ob es eine Cover-Konfiguration ist, ob es ein Configuration-Set ist oder eine Design-Configuration, wenn ich mit Indizes arbeite, und das machen wir gleich, dann sind die Regeln eigentlich überall gleich in jeder Konfiguration, wo Indizes nutzbar sind. So, ich gehe mal in die Cover-Konfiguration. Die beschreibt erstmal das Hardcover und das Softcover. Man sieht das hier, Aufbau Potato 2 ist zum Beispiel das Hardcover und das Klappverdeck ist das Softcover. Und jetzt habe ich drei Konfigurationen und zwar in dem einen ist das Klappverdeck false, das bedeutet nicht sichtbar, nicht da fürs Spiel. In der zweiten Konfiguration ist Aufbau Potato 2, das Hardcover ist sichtbar, also true. Und in der dritten Konfiguration ist das Klappverdeck sichtbar, true, dafür aber das Hardcover ausgeblendet. So, und wenn wir über Indizes sprechen, hier wird die Cover Configuration, werden die Cover Configurations eingeleitet mit Cover Configurations an und hier unten mit Slash davor gestellt aus. Und dazwischen sind die einzelnen Cover Configurations, die ich gerade vorgestellt habe. So, und dann werden die einzelnen Konfigurationen einfach von oben nach unten durchgezählt als Indiz, also als Index. Das ist Index 1, das ist Index 2, das ist Index 3. Und im ersten ist das Klappverdeck aus, im zweiten ist das Hardverdeck an und im dritten ist das Klappverdeck an und das Hardcover aus. So ist es einfach zu verstehen. So, jetzt gehen wir mal in die Konfiguration, die wir im Shop hätten für die höheren Füllvolumen. Das ist das Configuration Sets. Auch da gilt die gleiche Regel. Ich mache hier mal eine Leerzeile rein, dann kann man das besser lesen. Configuration Sets ist hier Anfang, hier mit dem Slash davor Ende. Und dazwischen finden die Konfigurationen statt. Immer durch Configuration Set beendet. So, mache ich hier auch mal, damit man das besser sieht. Ne, das sind die einzelnen Konfigurationen. So, und jetzt möchte ich zwei zusätzliche. Deswegen werde ich mir einfach mal die beiden 42er nehmen. Und die vor die Configuration Sets, aber nach der letzten Konfiguration einfügen. So. So, wir haben gesagt, wir wollen da 100.000 rein haben. So, und in einem habe ich ja gesagt, das Softcover an, das war ja Konfiguration 3, wenn ihr euch recht entsinnt, und in einem das Softcover nicht haben, aber den 80er Aufbau. Das wäre Cover Configuration 1. So, damit haben wir die Sichtbarkeit im Shop realisiert. Damit haben wir aber die Füllvolumen noch nicht füllbar, also nicht realisierbar. Dazu brauchen wir, ist hier auch schon drin, das Fill-Unit, also die Fülleinheit, die Mulde. So, da gehen wir mal hin, Fill-Unit. Auch hier gleiche Regel. Es wird eingeleitet mit Fill-Unit und Fill-Unit Configurations und darunter sind dann die einzelnen Konfigurationen. Und auch hier kann man mal durchzählen. 1, 2, 3, 4 und das Hardcover 5. Da haben wir 5 Konfigurationen. So, wir wollen zwei zusätzliche mit dem 80er Aufbau. Wenn wir uns erinnern, sind ja die 42.850 gewesen. Steht hier auch drin. Einmal Klappverdeck false, also nicht da, und einmal Klappverdeck true, also mit.
So, die beiden nehme ich mir jetzt. Und füge die als letzte Konfiguration unter die letzte Konfiguration, aber vor vor das Ende der Fill Unit Configurations. Ganz wichtig. Sonst funktionieren die nachher nicht. So, füge ich mir ja ein. Das heißt, wir haben jetzt zwei zusätzliche und ändere natürlich die 42.000 auf 100. Achtung, bei jeder Konfiguration sind meistens einmal die Capacity und einmal der Parameter, also zweimal zu ändern. Also gut gucken, wo das noch sauber rein muss, damit es funktioniert. So, und jetzt kommt das zum Tragen, was ich gesagt habe. Diese zusätzlichen Fill-Unit-Configurations, die wir jetzt hier erstellt haben. Ich habe ja durchgezählt, eben mit dem Hardcover sind wir bei 5, dann ist das Konfiguration 6 und das ist Konfiguration 7. So, wir merken uns, bei der Konfiguration 6 ist kein Softcover sichtbar und bei der Konfiguration 7 ist das Klappverdeck sichtbar. Und jetzt gehen wir wieder in unsere Shop-Set-Configurations. Zu unseren letzten beiden Einträgen, die wir hier gemacht haben, und dann müssen wir den Index, das ist ja einmal ohne Softcover, das war die 6, ne? Und die 7, falsch, Gottes Willen, vergesst das hier, Fill Unit, ganz wichtig, da kommt die 6 hin, und die Fill Unit Configuration 7 mit Softcover. So, das war's schon. Wenn ihr natürlich einen Anhänger habt, wo ihr nicht so viele Configuration Settings habt, wahrscheinlich nur eine, dann ist eben entsprechend der Aufwand kleiner. Müsst ihr halt gucken, wie euer Trailer da ausgelegt ist oder das Unit, was ihr da anpassen wollt. So, das speichere ich mal ab. Gehe jetzt hier mal aus dem Spiel raus. Und wieder rein. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, dann haben wir zweimal 100.000 im Shop konfigurierbar, also auswählbar, einmal mit und einmal ohne Softcover. Und die sind natürlich auch entsprechend mit 100.000 befüllbar. So, schauen wir mal. Gehen wir mal in den Shop. Hier ist der TerraTrack. So, und wir fangen wieder an. 28, 38 haben wir schon gesehen. 42, 850 zweimal, aber mit und einmal ohne Softcover. Hardcover. Und wie man sieht, hier haben wir schon den ersten 100er. So, einmal ohne Softcover-Verdeck und einmal mit Softcover-Verdeck. So, und den kaufen wir einfach mal. Wo ist er? Da steht er. Mal anschmeißen. Den guten Xerion. So, Verdeck auf. Und dann füllen wir da mal Weizen rein. So, wenn ich alles richtig gemacht habe, dann zählt der Gute jetzt bis 100.000 hoch. Und dann war das die ganze Herrlichkeit. Mehr ist es nicht. Oh, sieht schon ganz gut aus. 50.000 ist ja klar, ist dann die Hälfte von 100, also 50%. Also das klappt, habe ich euch richtig erklärt. Ja, und auf die Weise könnt ihr euch dann eben einfach einen Hänger, wenn ihr denn meint, ihr müsstet da mehr Füllvolumen haben, weil ihr diese Rumgurkerei vom Feld hin und her dann doch so nicht wollt, könnt ihr euch halt so ein bisschen die Möglichkeit bieten, da dann ein höheres Füllvolumen anzulegen. So, Anzeige zeigt auch 100.000. Genau. Und das Ganze könnten wir jetzt theoretisch auch wieder auskippen. Ne? Und da haben wir hier 100.000. Ja,
Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch dabei einen Tipp geben, wie ihr für euch die Füllvolumen gegebenenfalls, wenn ihr denn wollt und wenn ihr es braucht, anpassen könnt. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da oder auch gerne einen Kommentar, nehme ich auch gerne an. Und vielleicht habt ihr die ein oder andere Idee, was ihr gerne noch sehen wolltet, dann könnt ihr mir auch das schreiben. Vielen Dank erstmal an der Stelle und bis zum nächsten Mal.